Nach Bayer Leverkusens Fehlstart gerät Heiko Herrlich mehr und mehr unter Druck. Vor dem Saisonstart sind die Ziele innerhalb der Vereinsführung klar definiert worden. Der Trainer gibt sich kämpferisch. Die Zielsetzung ist vor der Saison klar kommuniziert worden. Laut Bayer Leverkusens Geschäftsführung ist mindestens der Einzug in die Champions League vonnöten. Die Ambitionen ändern sich nicht, kommentierte Geschäftsführer Fernando Caro laut Kicker. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart belegt der Werksklub Platz 16 der Bundesliga-Tabelle. Die Kritik an seiner Person habe ihn persönlich überrascht, meint Heiko Herrlich gegenüber der Bild. Aber es ist so und das akzeptiere ich. Der Trainer habe keine Wunden, aus denen das Blut fließe, es würden auch keine Knochen abstehen. Mir geht es gut, sagt der 46 Jahre alte Fußballlehrer. Ich bin ein Kämpfer und freue mich auf die Herausforderung, die Mannschaft wieder auf Spur zu bringen, muss nun liefern. Heiko Herrlich Herrlichs Vertrag unter dem Bayer Kreuz läuft im kommenden Sommer aus und verlängert sich nur dann automatisch, sollte Leverkusen in die Champions League einziehen. Die aufkommenden Diskussionen um seine Person kümmern ihn indes nicht. Damit beschäftige ich mich nicht, das bringt mich nicht weiter, das hilft niemandem, sagt Herrlich. Hasenhüttl als Nachfolger genannt. Im Vereinsumfeld wird bereits über Herrlichs Nachfolger getuschelt. Unter anderem der Name des ehemaligen Leipziger Trainers Ralf Hasenhüttl machte die Runde. Ich fordere immer wieder Erfolge ein, garantiert Herrlich. Das ist mein Job, das werde ich immer wieder gebetsmühlenartig runterleiern. Es ist meine Aufgabe, dass wir uns in diesem Bereich verbessern. Da hoffe ich auf eine Entwicklung. Mit einem Kaderdurchschnittsalter von 25 Jahren befindet sich Bayer Leverkusen im Mittelmaß der Bundesliga. Spieler wie dem neuen Wunderkind Paulinho 18, Kai Havertz 19 oder auch Leon Bailey 21 gesteht Herrlich den einen oder anderen schwachen Moment ein. Wir haben viele junge und talentierte Spieler, letztes Jahr hatten wir auch Phasen, in denen wir, was die Mentalität anbelangt, Hänger hatten und nicht 90 Minuten konsequent waren, so der Trainer. Wie zuletzt schon seine Spieler vermehrt aussagten, stellt auch Herrlich den Zusammenhalt in den Vordergrund. Wichtig sei, dass man nun gemeinsam an einem Strang ziehe, Professionalität und Mentalität vorlebe. Punkt. Und zwar alle, legt er nach.